Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mafia. Und ja, leider habt ihr jetzt einen kleinen Dialog zwischen Pauli und mir nicht mitbekommen, weil ich dachte, das Gespräch sei zu Ende, als ich den Cut gestern gemacht habe. Und ja, dann ging der Dialog aber noch weiter. Ich weiß auch nicht, wie lange das wir jetzt hier dran sind, weil eigentlich haben wir das Kapitel beendet. Und ich weiß jetzt nicht, ob jetzt noch die letzten 2, 3 Minuten sind von diesem Kapitel. Sie haben nur eigentlich darüber gesprochen, Pauli hat ja quasi den Plan, eine Bank auszurauben. Und sie hatten eigentlich jetzt eigentlich nur im Gespräch vorhin darüber so quasi gesprochen und ein bisschen über den Don hergezogen. Also da quasi für den Don Stoff zu klauen und dann nichts abzubekommen oder so in die Richtung war's. Du musst an deine Familie denken, vergiss das nicht. Denk dran, was das für eine Chance ist. Achtung, Kumpel. Du hast keine Ahnung, wovon du gerade redest. Ja, ich weiß nicht, wie das ist, zur Familie nach Hause zu kommen. Aber deshalb mache ich das ja. Wer wird mich heiraten? Mit meinen fast 40 Jahren und der ganzen Reihe von Vorstrafen. Wenn's klappt, kann ich das hier endlich an den Nagel hängen. Wer weiß. Familienleben ist nichts für dich, Pauli. Nach einem halben Jahr verpasst du dir aus Langeweile eine Kugel. Mann, ich bin schon seit langer Zeit so weit. Wir sitzen hier rum seit 6 Monaten. Spielen Karten, aber nur rum. Ich werde langsam faul. Dann geht alles daneben und ich muss wieder in Schwung kommen, sonst bin ich tot. Manchmal schlafe ich fast ein, wenn der Don von den guten alten Zeiten erzählt. Ich habe die Scheiße schon 1000 Mal gehört und am nächsten Tag fliegen Kugeln und ich scheiß mir fast in die Hose. Ich hab so die Schnauze voll, Tommy. Du suchst nach dem großen Ding. Klar, ein Wunschtraum. Jeder kleine Gangster träumt davon, sein letztes großes Ding zu drehen. Wenn wir das schaffen, keine Ahnung, dann könnte ich vielleicht sogar eine kleine Pizzeria oder sowas eröffnen. Klar. Aber wenn wir das machen, warten wir, bis alles wieder ruhig ist. Ich hab dich schon an der Angel. Vielleicht. Ja, und jetzt ist das Kapitel zu Ende. Einfach zum Entspannen. Ja, wir machen aber jetzt weiter, weil wir haben die Aufnahme ja erst gestartet und nach 3 Minuten kann ich keine Folge raushauen. Das geht nicht. Den Schluss einfach nicht. Dann kann ich nicht dazu nehmen. Schwarzarbeit. Grand Imperial Bank. Keine Planänderung. Gut. Ich kümmere mich um die Leute. Du um den Direktor. Mach, was nötig ist, falls Drohnen nichts bringt. Er hat die Tresorraumschlüssel. Wie viel Zeit, wenn ein Kassierer Alarm schlägt? Vielleicht 5 Minuten, bis die Cops kommen. Was, wenn's schief geht? Ich alber nicht rum, Tom. Tauch nicht auf, wenn du im Tresorraum Schüsse hörst. Ohne das Geld läuft nichts. Paulies Plan. Die haben bis jetzt nie funktioniert. Also nie gut, Bist du bereit? Ich bin bereit. Nie so, wie er es eigentlich geplant hat, sagen wir es mal so. Auf den Boden! Auf den scheiß Boden! Ihr nicht, Mädels!
Bleibt, wo ich eure hübschen Augen sehen kann. Keine Bewegung, oder es knallt! Hol den Direktor! Bleibt alle auf dem Boden! Hol den Direktor! Wenn sich wer bewegt, werde ich schießen! Na, da nicht. Also, wie komme ich zum Direktor? Ach, hier. Wir wollen, dass ihr heute Abend eure Kinder in die Arme nehmen könnt. Okay? Seid heute keine Helden! Keine Dummheiten, verstanden? Lasst uns bitte gehen, wir tun genau. Nichts. Ja, wir... Ja. Verflucht. Komm mit! Zum Tresorraum! Ich mache, was Sie sagen. Gewalt. Fühlen Sie sich stark, weil Sie kleinere schlagen? Ich fühle mich reich. Und wenn der Kleine keine Dummheiten macht, passiert ihm auch nichts. Wie viele Wachmänner unten? Einer. Schussbereit? Ich weiß nicht. Sehe ich eine Waffe, schieße ich. Sag ihm, er soll's nicht tun. Liegt ganz an dir. Jawohl. So, immer schön im Anschlag. Immer schön am Anschlag. Muss ich da überhaupt? Nee, muss ich nicht. Wie läuft's bei dir? Der Direktor hier ist artig und kooperiert. Wir machen alle, was man uns sagt, oder Kumpel? Los, weiter! Damit kommen Sie nicht durch. Nicht Typen wie Sie. Ja. Scher dich um deine Probleme. Wenn du den Schulabschluss deiner Tochter erleben willst, lass deine Hände... Mit vorgehaltener Waffe. Das Gleiche gilt für den Wachmann. Gib ein gutes Sieb hier. Wenn ich abdrücke. Komm, lauf mal ein bisschen schneller, hey Kollege. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Denk nur die nächsten drei Sag Stunden. Sag dem Wachmann, dass er die Waffe fallen lassen soll. Verstanden? Irgendwie glaube ich, dass er nein. Hör mir ganz genau zu. Ich will, dass du deine... Auf ihn, Jungs! Schon schlimmere Gang. Na komm, ich wusste ja, dass das irgendwie passiert. Na komm. Naja, also, sie haben mich zwar getroffen, aber war jetzt nicht so schlimm. So, wo ist er denn? Hol dir den Schlüssel. Der Schlüssel ist auf dem Tisch. Niemand muss sterben. Ich muss nicht sterben. Es sind schon genug gestorben. Betrückten Tresorraum. Mann, Paulis Plan scheint bis jetzt aufzugehen. Ich sag ja bis jetzt. Jesus, Maria und Josef. Hör auf zu heulen! Irgendjemand hat den Alarm gedrückt. Verdammt! Die Cops sind da! Weg, los! Schnapp das Geld, wir hauen ab! Das ist der Dresser, ja. Ach du Scheiße! Hände hoch! Ergebt euch! Die Brücke ist umstellt! Ihr entkommt nicht! Ah ja. Ich auch. Ich werde ihn nicht los! Mann am Boden! Geh in den Deckung! Noch nicht genug? Mein Kollege am Boden! So.
Wo? Oh. Da. Okay. Ja, ich komme ja, ich komme ja, ich komme ja. Ach, ich weiß nicht, welche Waffe, Mensch. Das passt schon. Das weiß ich nicht. Wo bist du denn? Pauli. Ach, hier. Renn doch nicht. Es kommt noch Verstärkung. Alle von der Station abkommandieren. Alle. Passt auf. Lasst sie nicht erwischen. Knallt ihn ab. Ein Kollege ab. Ja, komm, lauf, lauf, lauf. Mist, nicht hier lang. Nicht hier lang, was? Ins Auto, los. Komm schon, einsteigen. Wir haben ihn gesichtet. Verdächtiger ist zu Fuß. Zu Fuß? Nee. Er ist in einem Wagen. Ja, was jetzt? So schnell wie möglich festnehmen. Ja, Pauli, jetzt steig doch ein, Mensch. Wohin? Sollte ihn aufhalten. Scheißegal, aber häng sie ab! Hier muss irgendwo ein Nest sein! Nee. Ja, komm, hör auf zu schießen, halt dich fest. Nicht. Dachtest du wohl. Du wolltest wohl sagen, nicht. Wir finden ihn nicht. Entschuldigung. Los hier! Alle Mann, Suche ist beendet. Ja, sag ich doch. Jetzt zum Palermo Club. Sam's Club? Ey, der ist gerade leer. Was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Okay, also das war eine Schnapsidee, liebe Pauli, aber ist okay. So, wir halten uns jetzt an das Straßenverkehrsgesetz und dann kann die Polizei uns gar nichts. Ach Gott, Entschuldigung. Entschuldigung. Habe ich nicht mitbekommen, dass du nur nach links, rechts kannst. So. Ja, ich habe es mir ehrlich gesagt ein bisschen schwerer vorgestellt. Aber ich glaube, der wird nicht nur auf Pauli sauer sein, sondern auch auf mich. Und das könnte ein ziemliches Gemetzel werden, beziehungsweise es könnte der Grund sein, warum dass wir zum wir sind fast da, Tom, fast geschafft. Zum Polizisten. Es ist immer noch fast, Pauli. Wir haben es erst geschafft, wenn mein Herz sich wieder beruhigt hat. Ich glaube, das ist ein Grund, warum das Tommy mit der Polizei kooperiert. Ne, also. Ich kann nicht aussteigen, ne? Ah, okay. Das Große kommt noch. Unglaublich! Unglaublich, dass wir das gemacht haben! Wir sind reich! Wir sind reich! Ja. Auf uns beide! Klar. Wir müssen los.
Wir sehen uns morgen. Es sei denn, ich bin auch vorbei. Ach, komm schon, war ein Scherz. Ey, ohne dich, da wäre das gar nicht gegangen, das weiß ich. Fahr nach Hause, feier mit Sarah. Schau morgen bei mir vorbei. Ja, okay. Viel Glück. Man sieht sich, Kumpel. Als würde Kohle alles sein. Aber, Tommy, du kannst jetzt nicht mit dem Auto los. So, Schwarzarbeit und schon ist das Kapitel geschlossen. Also ich sag danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.